Der erste Hadith hier ist von Abu Abdullah Hudhayfa ibn Yaman. Hudhayfa ibn Yaman radiallahu anhu ist einer der bekannten Sahaba, der Fuqaha unter ihnen, von den Ahlul Fatwa. Sein Vater ebenfalls Sahabi. Beide, er und sein Vater, haben an der Schlacht von Uhud teilgenommen. Sein Vater ist in der Schlacht von Uhud umgekommen durch die Muslime. Das heißt, durch ein Versehen. Durch ein Versehen wurde er von den Muslimen umgebracht. Und ebenfalls ist Hudhayfa bekannt unter dem Titel Sahibu Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Hüter der Geheimnisse des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn er kannte Berichte über die Fitan und über die Munafiqun und so weiter, die anderen nicht bekannt waren. Hudhayfa radiallahu anhu hat an vielen Futuhat teilgenommen, also Eroberungen und Eröffnungen von Ländern wie Hamdan, und er wurde von Umar radiallahu anhu als Statthalter eingesetzt über Al-Madain, diesen Ort, der sich Al-Madain nennt. Also ein recht beliebter Mann, auch unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daher wird erwähnt, dass Umar einst mit seinen Gefährten saß und also in so einer, wie sagt man, in so einer Gesprächsrunde. Und er sagte zu ihm: Tamannau, Tamannau, wünscht euch was, äußert eure Wünsche und Hoffnungen, auf was hofft ihr, was wünscht ihr? Und die haben alle ihre Sachen genannt und dann sagt er: Walakinni atamanna bijalan ka Mu'ad ibn Jabal wa Hudhayfa ibn al-Yaman. Ich aber wünsche mir Männer wie Mu'ad ibn Jabal und Hudhayfa ibn al-Yaman, astamiluhum fi ta'atillah, die ich im Gehorsam Allahs verwenden kann, die ich nutzen kann, deren Dienste ich verwenden kann im Gehorsam Allah Ta'alas. Jedenfalls, Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu gehört aber dennoch nicht zu denen, die in die obere Klasse gezählt werden, in Betracht der Anzahl und der Summe der Ahadith, die sie überliefert haben. Wir haben um die 100 Ahadith, die auf Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu zurückkehren, etwas mehr als 100. Er ist in der Stadt Medina verstorben im Jahr 36 nach der Hijra, also recht früh, 36 nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar 40 Tage nach der Ermordung von Uthman radiallahu anhu.